Sagt mal, hättet ihr nicht auch schon öfters gern mal mit den Erwachsenen getauscht? Und habt ihr nicht auch schon gedacht, wenn ich erst mal groß bin? Nun, zugegeben, die Erwachsenen können manches tun, was ihr noch nicht könnt. Dafür müssen sie aber auch vieles tun, was ihr weder könntet noch möchtet. Glaubt mir, sie haben es so wenig leicht wie ihr. Diese Erfahrung hat neulich auch der Pumuckl machen müssen. Es war kurz vor der Mittagessenszeit. Der Meister Eder musste nur noch mit dem Handbohrer ein paar Löcher vorbohren, um dann das Möbelstück fertig machen zu können. Der Pumuckl guckte bei der Bohrerei höchst interessiert zu. Oh, das gibt aber feine Löcher. Kobolde lieben Löcher sehr. So? Ja, sehr. Vor allen Dingen solche Löcher, wo man durchgucken kann. Ne? Nun ja, viel siehst du nicht, wenn du da durchschaust. Ich will ja auch nicht viel sehen, sondern ich will durchsehen. Ja, von mir aus, schau durch. Ja. Also, weißt du, du musst unbedingt größere Löcher bohren. Wieso? Und nicht so weit oben. Ach. Da muss ich mich ja dauernd auf die Zehenspitzen stellen. Ach. Hier, guck mal, hier. Ja. Hier muss ein Loch hin, direkt vor meiner Nase. Nein, da kann ich keins brauchen. Du brauchst es nicht, ich brauche es. Komm, geh weg da, du gehst mir im Weg. Ich möchte aber da ein Loch haben. Ich bin ein Lochkobold. Aber jawohl. Ich habe keine Lochkunden und bin kein Lochschreiner. Das macht und ja jetzt nicht. Geh weg da. Immer soll ich weggehen und immer soll ich nichts kriegen. Dabei gibt es gar nichts als ein Loch. Schau dir eines in die Luft, dann hast du Beschäftigung. Man kann nicht gar nicht Löcher in die Luft schauen, das ist ja bloß so ein dummer Spruch. Ja. Spruchwort oder wie das heißt. Ich werde mir jetzt selbst eins bohren, jawohl, und zwar mit einem Bohrer. Du untersteh dich und bring mir da auch nur einen Kratzer hin. Ich habe von Bohren gesprochen und nicht von Kratzen. Ich will ein Loch bohren, nicht ein Loch kratzen. Und außerdem will ich das Loch ja gar nicht in dein dummes Brett bohren, sondern in ein eigenes, persönliches Pumuckl-Brett. Ja, freilich. Ja. Und das, das gehört dann ganz alleine mir. Ja. Da gucke ich dann immer und immer durch. Und dann sehe ich ganz viele wunderschöne Dinge. Ach wo. Ich glaube, ich werde überhaupt ein Durchseher werden. Ja, komm, hilf mir lieber beim Zusammenräumen. Ja. Da, nimm den kleinen Handbesen und kehr da ein bisschen zusammen. Schau, wenn du mir schnell hilfst, dann kommen wir schneller zum Essen. Ja, und wenn ich gar nicht schneller zum Essen kommen will, sondern langsamer? Na, dann lässt es bleiben zum Kuckuck. Nichts darf man, nichts, wenn man ein Kobold ist. Man darf nicht Nein. Löcher bohren, nicht Durchseher werden, Nein. nicht langsam zum Essen kommen, nichts. Nur du darfst immer alles. Alles darfst du. Ich darf auch nicht alles, lieber Pumuckl. So. Ich darf bloß den ganzen Tag arbeiten, im Gegensatz zu dir, der du den ganzen Tag faulenzt. Ich will doch ein Loch bohren. Schläfst oder schnarchst. Ich wollte, ich hätte ein Leben wie du. Auf der Stelle würde ich tauschen. Ich würde auch auf der Stelle tauschen. Auf der Stelle würde ich tauschen. Ich wollte, ich hätte ein Leben so? Wie du. Ja, da würde ich nämlich jetzt gleich mit der großen Bohrarbeit anfangen. Ja, freilich, und das wäre dann ein ganz großes Vergnügen. Und dann würde ich zu dir so, sagen, komm, würde ich sagen, Eder, nimm das Besel und kehr schön zusammen, würde ich dann sagen. Jawohl, du sag mal, warum tauschen wir eigentlich nicht? Na, weil das leider nicht geht. Doch, das geht schon. Also pass mal auf, wir machen das so. Na. Sei mal schön still jetzt. Also ich stelle mich immer auf diese Bretter hier. Ja, und dann? Dann mach so, dann, dann bin ich so groß wie du. Ne? Und du musst dich auf den Boden setzen. Dann bist du ganz schön klein und zierlich. Ja. Also geh mal so. Oh ja, und wenn dann die Kundschaft zur Tür reinkommt, dann werde ich unsichtbar. Das mit dem Unsichtbarwerden, das ist doch gar nicht so wichtig. Nicht? Du kannst dir ja ein Tischtuch über den Kopf ziehen. Weißt du, denn sieht dich ja keiner. Ja, nicht schlecht. Mit einem schönen Tisch, ein kariertes Tischtuch. Aber in deine Schaukel passe ich nicht rein. Und Schaukel gehört doch zu einem Kobold, nein, oder? Nein. Ne? Schaukel nicht? Gehört zu einem Schaukelkobold. So. Und du bist dann eben ein Nicht-Schaukelkobold. Und außerdem kann man sehr schöne Gedichte auch ohne Schaukel machen. Ach ja, dichten muss ich ja dann auch. Ja, natürlich. Hoffentlich kannst du das überhaupt und hoffentlich kannst du das auch ordentlich. Na, freilich. Ja? Das wird ein feines Leben. Ich hoffe, es geht nicht daneben. Na ja, es ist sehr nett, aber... Ja. Naja, es ist nicht gerade ein Pumuckl-Gedicht, aber für ein Edermuckl-Gedicht geht es eigentlich schon. Ja, gut. Ja. Dann bin ich also jetzt der Edermuckl. Ja, und ich bin ab jetzt der Puhmeister. Und der Puhmeister, der muss jetzt ein Brett haben, wo er ein feines Loch hineinbohren kann. Aber sei so nett und nimm dazu das alte Brett.
Red mir nicht immer drein, Puhmeister. Nein, falsch. Red mir nicht immer drein, Edermuckel. Ja, so heißt es. Aber gut, weil du so schön gedichtet hast, will ich mal nicht so sein und das alte Brett nehmen. Edermuckel, bring mir mal den Bohrer her. Ich mache gerade das schönste Gedicht meines Lebens und hab zum Bohrer holen keine Zeit. Ich bin ein Nicht-Bohrerholer. Red keinen solchen Unsinn, Edermuckel. Zu nichts kann man dich brauchen. Ja. Zu überhaupt nichts. Aber bitte, ich hole eben den Bohrer selbst. Ja, das meine ich auch. Ach, es ist ja nicht schwer, nein, nicht wahr? Nein. So, da lang. Ja, ja. Und jetzt bohre ich das schönste Puhmeister-Durchguckeloch der Welt. Oh je, oh je, oh je, oh je. Au, 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 au. Dummer Bohrer fällt einfach auf meinen Fuß. Oh, 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 der Fuß hat fast ein Loch gekriegt. Ja. Du sollst nicht lachen. Ich lache nie, wenn du dir wehtust. Ja. Aber du lachst immer. Ja, ja. Fällt der Bohrer auf den Fuß, ist das bestimmt kein Hochgenuss. Eines meiner allerschönsten Gedichte. Das ist ein ganz, ganz dummes, schlechtes und albernes Gedicht. Ja, jawohl, und überhaupt mag ich jetzt gerade gar kein Loch mehr bohren. Ich habe Hunger und wir werden jetzt essen. Und zwar auf der Stelle, ohne Widerrede. Verstanden? Ja, das wollte ich ja schon vor einer halben Stunde. Also, dann hopp, aber du wolltest ja die Rollentasche. Ja. Ich glaube, du bist doch wieder lieber der Pumuckl. Nein. Ich bin der Puhmeister. Da müssen wir leider verhungern, denn du kannst Grissuppe und Fleisch nachher nicht warm machen. Das will ich ja auch gar nicht. Heute gibt es nämlich keine Grissuppe und kein Fleisch, sondern heute gibt es Wurst und Brot, jawohl, und Schokolade. Aha. Schokolade für den Edermuckel und für den Puhmeister. Und wer schneidet dann die Wurst und das Brot auf? Niemand. Das niemand? Wird heute alles einfach heruntergebissen. Ja. So. Also du von dem einen Ende der Wurst und ich von dem anderen. Und du vom einen Ende vom Brot und ich von dem anderen. Also, bitteschön, warum nicht? Das wird so gemütlich. Ja, sehr. Jäger, du schau. Was denn? Da kommt ja der Herr Küfner über den Hof. Ja. Der will was abholen. Ja. Und ich bin noch nicht fertig damit. Herrschaftszeiten. Was sage ich denn nur? Mach dich doch ganz einfach unsichtbar. Dann musst du überhaupt nichts sagen. Weißt du? Das ist gar keine so schlechte Idee. Ja? Ich verschwind in die Küche und mach die Suppe warm. Ja. Und schon bin ich unsichtbar. Ja, also. Den Kunden überlasse ich jetzt den Puhmeister. Jawohl, ja. Geh schön verstecken dich, mein Edermuckel. Hallo, Herr Eder? Oh, ja. Herr Eder? Ja? Wo sind Sie denn, Herr Eder? Kann ich reinkommen in Ihre Werkstatt? Reinkommen können Sie schon, aber kriegen tun Sie nichts. Ich will ja nur fragen. Ich habe gedacht, Sie haben über Mittag zugesperrt. Darum habe ich geklopft. Ja, klopfen Sie nur ruhig weiter. Ich habe Hunger und will jetzt etwas essen. Das ist doch nicht der Herr Eder. Mit wem habe ich denn die Ehre da herin? Mit dem Puhmeister, ja. Also, das weiß ich nicht. Bin ich blind oder dumm? Ich sehe Sie nicht, Herr Puhmeister. Tut mir leid. Mit mir auch. Es ist wirklich manchmal sehr lästig, unsichtbar zu sein. Aber manchmal ist es auch wieder ganz praktisch. Das dürfen Sie mir glauben, Herr Küfner. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, trotzdem, ein bisschen seltsam finde ich das schon. Seltsam, so. Herr Eder? Ja? Herr Eder, sind Sie da? Ja, ich bin da, aber der Herr Eder ist leider heute unsichtbar. Ach, von mir aus. Hm. Aber dann sei Sie doch wenigstens so freundlich und werde Sie jetzt endlich sichtbar. Nein, wissen Sie, das Freundlichsein nutzt da überhaupt nichts. Das ist doch wirklich zu blöd. Ja. Ich gehe jetzt und ich komme erst wieder, wenn der Herr Eder sichtbar ist. Sagen Sie ihm einen schönen Gruß. Ja, darf es auch ein sehr schöner Gruß sein, vielleicht zufällig? Also, er möchte nämlich lieber immer sehr schöne Grüße. Wissen Sie, das ist viel schöner als ein normaler schöner Gruß. Ach, das kannst du halten, wie du willst. Wie bitte? Ich schau dich nicht. Dass da so ein Lausbub in irgendeinem von den Schränken hockt und meint, er könnte sich da einen Spaß mit mir erlauben. Also, das dürfen Sie nicht sagen. Ja, das werde ich dem Herrn Eder schon sagen, was in seiner Abwesenheit da herin gespielt wird. Was sagen Sie? Sie sind bitte zu frech, sind mir deine Antworten, Bürschchen. Bürschchen, verbitte ich ja, mir, Bürschchen. Und so wie ich den Herrn Eder kenne, zieht er dir die Ohren lang, wenn ich ihm das erzähle. Verlass dich drauf. Auf Wiedersehen. Ich habe bereits sehr lange und große Ohren. Verlassen Sie sich bitte auch darauf. Auf Wiedersehen. Und ich war sehr höflich, jawohl. Und jetzt habe ich Hunger. Edermuckel, ich habe Hunger. Ich habe Hunger, Edermuckel. Und einen
schönen Gruß, soll ich dir sagen. Einen recht schönen Gruß. Und der Herr Küffner kommt erst wieder, wenn du sichtbar wirst. Prima. Und jetzt ist auch gerade noch die Grießsuppe fertig geworden. Grießsuppe? Ja, Grießsuppe. Also, du weißt doch ganz genau, ich mag keine Grießsuppe. Und überhaupt darfst du gar keine Suppe kochen, weil Kobolde nie Suppen kochen. Nachher gibt's Fleisch, aber vorher isst du die Suppe. Nein, ich esse keine Suppe. Ich will jetzt Schokolade. Ja, was? Schokolade? Ja, Schokolade. Schokolade, Schokolade und keine Suppe. Und dann möchte ich Bier. Jawohl. So? Ja, und immer noch keine Suppe. Und dann will ich noch vielleicht zufälligerweise Wurst. Wurst und Brot, ja. So? Ja. Kreuzholler und Birnenstauden. Komm her, setz dich jetzt da an den Tisch. Nein, ich setze mich nicht mehr an den Tisch. Ich gehe auf den Tisch spazieren. Aber wo? Tische sind zum Spazieren da. Juch, ein Tee und Falle da. Ach so, entschuldige bitte, das habe ich jetzt vergessen. Die Puhmeister dichten ja gar nicht. Puhmuggel, jetzt lassen wir den Unsinn und werden wieder normal. Nein. Irgendwann muss ja der Spaß mal wieder ein Ende haben. Das ist kein Spaß, das ist Ernst und das ist kein Unsinn, das ist Sinn. Jawohl, es spaziert sich sehr gemütlich auf Esstischen. Das habe ich gar nicht gewusst, wie gemütlich. Du fallst mir noch in die Grießsuppe rein. Gib Obacht. Ich falle nicht auf die Grießsuppe herein, ich falle nicht in die Grießsuppe hinein. Ich bin ein großer Mensch. Hast du mich jemals auf den Tisch rumhupfen sehen? Leider nein, obwohl ich es dir erlauben würde. Ja, ich danke schön. Also ich esse jetzt lieber meine Suppe. Ja, bitteschön, das kannst du machen. Und ich hüpfe jetzt lieber um meine Suppe herum. Fidibum, 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 bum, bum, fidibum, 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 fidibum. Heiß! Hab ich's nicht gesagt, dass du noch in die Suppe fällst? Wie gut, dass sie nicht kochend heiß war. Oh, das war aber ganz heiß. Oh, hab nen verbrannten Po. Geschmarrn. War ja nur lauwarm. Überall. Grieß ist furchtbar. Grieß klebt. Ja, ja, das Tischtuch ist auch voll und der Boden auch. Ja, das macht ja nichts, aber weil mein Po... Weil du immer Blödsinn machen musst. Weil du nie folgst, was ich mit dir immer Ärger habe. Also das ist... Du darfst nicht schimpfen. Hör sofort auf. Du darfst große Pumuckels... große Pum... Oh, mein Po. Okay. Du darfst große Pumeister nicht schimpfen. Ich darf jetzt wieder alles zusammenputzen. Zuerst musst du mich mal abputzen. Abputzen, ja. Nein. Nicht den dummen Tisch, sondern ja, erst mal mich da. Hier, guck mal, die Hose. Hier, guck mal. Ja. Und der ganze Rücken und da. Ja, der, was? Der Arm. Was? Ich soll dich abputzen? Das ist ja ganz und gar gegen unsere Abmachung. Ich bin der kleine Edermuggel. Und ich bin der Puhmeister. Der kann ja gar nicht putzen und helfen und sowas, oder? Doch, das kann er wohl. Das muss er sogar, weil... Weißt du warum? Weil ich dich nämlich sonst in die Besenkammer sperre. Nein. Doch, wenn wir schon tauschen, dann richtig. Ich kann jetzt höchstens ein Gedicht machen, sonst gar nicht. Mach auf der Stelle den Grieß hier weg. Hast du Suppe an der Hose? Wasch doch selbst die ganze Schose. Das ist aber sehr erbärmlich. So. Ja, Schose gibt's überhaupt nicht. Dann wasch dir doch die Wade. Viel Wasser gibt's im Bade. Das ist eines meiner schönsten Gedichte. Oh. Du kannst überhaupt kein bisschen dichten. Deine Gedichte sind ganz dumm und krumm. Entschuldige bitte. Was? Ich bin vom Dichten so müde, dass ich schlafen muss. Du sollst nicht schnarchen! Hör sofort auf! Ja, warum denn nicht übrigens? Man schnarcht nicht! Übrigens, das Tischtuch kannst du dann auch gleich auswaschen, wenn du deine Hose und dich selber waschst. Da gleich neben dem Spülbecken steht's Waschpulver. Ist noch fast ganz voll. Angenehme Reinigung. Wenn du schnarchst, dann lasse ich erst recht alles liegen und stehen und gehe eben in der Grießsuppenhose spazieren. Jawohl! Ja, dann kommst du aus dem Putzen überhaupt nicht mehr raus. Viel Spaß! Der Fuchs ist kein Haas. Mir wird kalt. Die Pappsuppe ist nass und kalt. Überall nass und pappkalt. Bitte. Gut, dann schnarche doch. Von mir aus kannst du immer und immer und immer schnarchen. Ich brauche dich kein bisschen. Mann, ich rede überhaupt nicht mehr mit dir, nie mehr.
Da wirst du schrecklich traurig sein, das weiß ich. Ja, ich weiß nur, dass ich an deiner Stelle mich schon längst gewaschen hätte. Und zusammengewischt hätte ich auch schon. Und alles wäre längst schon in Ordnung. Große Menschen machen das nämlich so. Wer sagt denn, dass ich das nicht mache? Oh, wer sagt das denn? Bitte schön. Ich mache das ja, nämlich vielleicht sogar mit ganz großem Vergnügen. Ja, dann kann ich ja ruhig schlafen. Bitte schön, schlaf doch. Ich werde jetzt ein großes Waschpulver vor Verwäsche machen. Jawohl, ein Waschpulver Wäsche waschen. Das ist eine ganz berühmte Angelegenheit. Das ist nämlich etwas sehr Schönes. Und es ist nicht nur schön, sondern auch ganz einfach. Also zuerst Stopsel rein und Wasser laufen lassen. So, Moment. So, jetzt holt man das Waschpulver. Paket hingelegt. Ui, da ist aber viel Waschpulver drin. Na, das brauche ich auch alles. Alles, das ganze Waschpulver. Hast du gehört? Waschpulver gibt Schaum. Ja, das weiß ja sogar jeder Kobold, jeder große Mensch weiß das. Je mehr Waschpulver, je mehr Schaum. So. Oh, das ist ein altes, uraltes Poolmeistergesetz, jawohl. Ich werde einen mächtigen Schaum machen und mitten in dem mächtigen Schaum, da wird die reine Grieshose sein und mein Grieshemd und mein Griesfuß und meine Griesellenbogen, jawohl. Im mächtigen Schaum steht dann der mächtige Poolmeister und wird mächtig sauber. Hallo, hallo, hallo. Hast du das gehört? Ja, und du bist dann ganz, ganz schmutzig neben mir. Und so sauber bin ich dann. Oh, wirst du schon sehen. Also, gut, dann mache ich das alles jetzt. Ich schütte jetzt das Waschpulver in das Plätscherwasser. Ich glaube, man muss das von sehr hoch hineinschütten, dass es einen hohen Schaum gibt. Jawohl, das muss man herunterschneien lassen. So. Dummes Pulver, du sollst doch nicht in meinen Hals schneien. Jetzt hab ich den ganzen Hals voll Waschpulver. Der ganze Mund ist voll. Wie das schmeckt. Ich will doch nicht innen drin sauber werden, sondern außen dran. Oh Gott, ich werde doch jetzt nicht in meinem Bauch zu schäumen anfangen, denn dann kriege ich ja einen Schaumbauch und einen Schaumkopf. Oh, hör doch zu schnarchen auf, ich kriege einen Schaumbauch. Wie bitte? Ich habe vorher eine Menge Waschpulver geschluckt und jetzt wird im Bauch Schaum daraus. Ein schöner Traum. Der Bauch voller Schaum. Du sollst nicht, Christian, du sollst mir helfen. Bei deinem schönen Waschpulverwäschewaschen brauchst du doch keinen Edermuggel. Es ist doch alles falsch herum. Innen habe ich Waschpulver und außen habe ich Grieß. Ja, das ist wahr. Vielleicht isst du dir jetzt ein bisschen Grießsuppe, dann hat das Waschpulver in deinem Bauch was zum Waschen. Wenn ich doch gar nicht innen gewaschen werden will. Was du nicht sagst, da muss ich mich glatt auf meine Couch setzen und schaukeln und nachdenken. Nein. Da muss ich gleich ganz fürchterlich nachdenken. Nein, du musst nicht nachdenken, du musst mir helfen. Du, dreh den Wasserhahn ab, sonst läuft dir deine schöne Waschbrühe über. Dann musst du nicht nur die Grießsuppe, sondern auch noch die ganze Waschbrühe vom Boden abputzen. Nein, mach das nicht auch noch. Da mach ich den Hahn zu. Ja, so, und jetzt wasch dich schön. Das ist ja gar kein richtiger Schaum. Und so? Überhaupt das... Ja. Nein. Das Wasser, das ist ja eiskalt. Da erfriere ich ja mitten aha, in dem Wasser. Ja, das ist wahr. Dann musst du warmes Wasser machen. Aber wenn ich das doch nicht kann! Dann hilft alles nichts, dann musst du dich eiskalt waschen. Nein. Eiskalt gebadet,
nur selten geschadet. Nein, das kann ich nicht. Warum nicht? Mir ist kalt und ich habe Hunger und ich klebe überall und was, überhaupt. Was bin und? Ich, bin, was und? Bin ich der Pumuckl? Ja, freilich. Wer bist du? Der Pumuckl. Das glaube ich nicht. Der Edermuckel, der bin ich. Vor Freude schreit gleich Juchi. Das ist ja überhaupt nicht wahr. Schau doch in den Spiegel. Du bist groß und ich bin klein. Jawohl. Ich habe aber keinen Spiegel da und außerdem haben wir ausgemacht, dass du groß bist und ich klein. Ja, dann machen wir eben jetzt wieder was anderes aus. Ah, da wäre ich schön dumm. Wieso? Ah, wo es mir gerade so gut gefällt. Das ist dein Leben als Edermuckel. Da muss ich ja gleich singen vor Freude. Der Edermuckel, der bin ich. Nein! Vor Freude schrei ich gleich Juchi. Und wenn ich gar kein bisschen groß sein will? Ja, ich verstehe dich gar nicht. Gefällt dir das Großsein nicht? Ja, bitte, bitte, ich will wieder der Pumuckl sein. Bitte schön. Das aber wer kommt denn jetzt? Da werde ich ja gleich wieder unsichtbar. Nein, 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 bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht unsichtbar werden. Herr Eder! Ekel, noch einmal der Herr Küfner. Hart. Herr Eder! Der ist aber hartnäckig. Also, Herr Eder! Ja, ich komm schon. Ja, das ist eine gute Idee. Nachdem der Pumuckl wieder der Pumuckl sein will, bleibt mir nichts anderes übrig, als halt wieder der Meister Eder zu sein. Oh ja, das ist schön. Dann schrei ich aber jetzt mal Juchi, gell? Warte mal, Moment, ich will nur noch schnell schreien. Sei still. Juchi! Sei still, was denkt denn der Herr Küfner? Dass ein Lausbub in irgendeinem der Schränke sitzt und meint, er kann sich einen Spaß erlauben. Das denkt er sich. Gut, dass ich weiß. Dann habe ich wenigstens die richtige Ausrede. Jetzt bin ich wieder der Pumuckl. Also, wenn ich nicht wüsste, dass Sie so ein netter Mensch sind, Herr Eder, ich hätte die Frechheit von dem Lausbuben nicht durchgehen lassen. Ja, no. Aber ich kann mich ja schließlich nicht in Ihre Erziehung mischen und den Lauser ohrfeigen. Nein. Das wäre nicht gegangen. Nicht einmal ich kann ihm eine herunterhauen. Dazu ist er viel zu klein, wissen Sie. Na, hoffentlich bessert er sich, wenn er größer wird. Ja, wenn er größer wird, dann schon. Den feinen Unterschied hatte Herr Küffner natürlich nicht mitgekriegt. Für ihn werden selbstverständlich alle Kinder einmal größer. Von Kobolden hat er eben keine Ahnung. So weit, so gut. Was aber wurde aus der verschütteten Suppe auf dem Boden? Was aus dem grießpappigen Pumuckl und der kalten Waschbrühe? Als der Meister Eder wieder in die Küche raufkam, saß auf dem Rand des Spülbeckens ein strahlender Pumuckl. Schau, was ich kann. Ja, was? Der Fuß ist schon ohne Grieß. Und das ganze Tischtuch ist auch im Wasser. Ich bin fast sauber, ohne dass ich in das kalte, scheußliche Wasser rein musste, weißt du? Ich bin ein kleiner Pumuckl, ja. Der aber sehr schlau ist, nicht wahr? Na ja, dann bin ich halt wieder der große Meister Eder, der das Tischtuch auswäscht. Ja, und dann wollte ich dich noch was fragen. Und was bin ich für ein Pumuckl, wenn ich den Boden ein bisschen aufwische? Ein lieber Pumuckl. Und kriegt der liebe Pumuckl dann Wurst und Bier und Schokolade? Ich habe nämlich solch einen Hunger. Ja, von mir aus, damit deine Ruhe ist. Ja, der schlaue Pumuckl, der bin ich. Vor Freude schrei ich gleich Juchi. Der Meister Eder, der bist du. Vor Freude schreist du gleich Juchu. Nein, du musst mehr schreien. Weißt du, also noch mehr. Juhu! Nein, du musst so schreien. Schau mal so. Juhu! Weißt du, das war jetzt gleich Juhu und Juchi in einem. Ja, gut. Ja, das kann ich. Das sind so schöne Sachen von mir.